Ich habe drei Geschenke für dich, die stehen hier neben mir. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe vom DAW-Versteher-Podcast und zur Weihnachtsausgabe, denn wir sind heute am ersten Feiertag und auch wenn wir nicht persönlich nebeneinander sitzen können, freue ich mich doch, dass auf der anderen Seite der Welt, nämlich auf der anderen Seite vom Münsterland, unser lieber Freund, die goldenen Ohren von Holtwig sitzen, Björn Schlüter. Schön, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen können und zusammen Weihnachten feiern. Jonas, es ist mir eine große Freude, dass wir leider auf Distanz, aber trotzdem hier am ersten Weihnachtsfeiertag heute die offizielle DAW-Versteher-Weihnachtsfeier abhalten können und freue mich sehr, dich zu sehen. Die erste vor allem, die erste von unendlich vielen. Wer weiß, wie lange wir das Ganze noch durchziehen. Wir sind ja quasi noch im ersten Jahr vom DAW-Versteher-Podcast und vielleicht haben wir ja die Chance, ein kleines bisschen Resümee zu ziehen. Zu gucken, ja. Wir sind in Folge 21, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wir sind ja eigentlich bei 0 angefangen, also 22. Nehmen wir die nullte mal die verschollene Folge, weil da hatten wir ja eigentlich noch keinen echten Namen. Und deswegen sagen wir mal die 21. Folge am 25. Dezember. Wer hätte da nicht Lust, nochmal eben von der bummeligen Verwandtschaft zur Seite zu gehen und sich mal eben für ein bisschen Zeit rauszunehmen, um die mal mit angenehmen Menschen wie uns zu verbringen. Jawohl. Von der ruckeligen Verwandtschaft. Ja, die ruckelige Verwandtschaft. Und wir haben beide natürlich die passende Tasse am Start. Du hast ja die Erstausgabe, ich habe die Zweitausgabe. Deine ist in dunkelblau, meine ist in hellblau. Und weil wir natürlich hier erstmal Käffchen trinken, Prosit auf die Liebe, auf das Leben. Weil wir ja hier auch nette Menschen sind und auch Geschenke verteilen wollen, starten wir einfach mal direkt da rein, dass ich natürlich noch mehrere von diesen Tassen habe. Hier steht unter anderem eine. Und für alle Freunde, die uns bei den klassischen Podcast-Medien zuhören, aber auch bei YouTube auf dem DAW-Versteher-Podcast-Kanal, gibt es die Möglichkeit, eine Tasse in dieser Ausgabe zu gewinnen. Für alle Leute, die uns zuhören, ihr seht die Tasse nicht, aber ich sage euch, dass ich sie gerade in die Kamera halte. Also schreibt uns eine Mail an info@daw-versteher.de und jeder, der uns da über diesen Kanal eine Mail schreibt, der hat eine Chance, eine Tasse zu gewinnen. Also eine unter allen, die uns eine Mail schreiben und für alle Leute, die uns bei YouTube zuschauen, auf dem DAW-Versteher-Podcast-Kanal, nicht auf dem Recording-Blog, falls du das da sehen solltest, musst du schnell mal rübergehen, auf dem DAW-Versteher-Podcast-Kanal, Abo hinterlassen, einen Kommentar schreiben und schon bist du auch in der Losbox und hast die Chance, eine DAW-Versteher-Tasse zu gewinnen, mit der du dann demnächst deinen Kaffee mit uns zusammen genießen kannst, denn diese Tassen sind wirklich fantastisch und ich hau sie gerne unter die Leute, deswegen zwei Stück zu verlosen, eine für die Podcast-Zuhörer, eine für die Zuschauer beim DAW-Versteher-Podcast. Und lieber Björn, wir sitzen zwar hier jetzt ohne Quarkbällchen, das heißt, wir konnten heute leider keine Quarkbällchen mehr organisieren, aber wir tragen das Quarkbällchen ja quasi im Herzen. Ne? Also Quarkbällchen rules the world, Quarkbällchen. Und letztendlich, also ich hätte in der letzten Zeit auch genügend Quarkbällchen gebrauchen können, denn die letzte Zeit war, wie bei dir wahrscheinlich auch, extrem spannend. Anstrengend, aber auch befriedigend, denn ich habe ja meinen Adventskalender abgeschlossen mit 24 Kläppchen. Im 24. Kläppchen habe ich ja gestern dann noch quasi Bye-bye gesagt, mich verabschiedet. Und wenn ich jetzt gestern sage, ich sitze eigentlich schon gar nicht mehr virtuell jetzt hier in Deutschland, denn ich sitze jetzt eigentlich schon auf Neuseeland, auf der anderen Seite der Welt, denn wir zeichnen dies natürlich auf, damit du dies am 25. Dezember genießen kannst. Aber am 24. habe ich noch Bye-bye gesagt und mich dann in den Flieger verabschiedet, denn in Neuseeland heiratet meine Schwägerin und da muss ich natürlich präsent sein. Außerdem war ich noch nie in Neuseeland, aber das nur am Rande. Deswegen war die zurückliegende Zeit auch wirklich sehr anstrengend. 24 Videos in 24 Tagen ist eh schon eine Herausforderung, plus Tagesgeschäft, plus alles. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin ziemlich platt. Also ich wollte gerade Kaffee trinken. Ich dachte, du redest noch 10 Minuten weiter. Nee, du kennst mich ja. Normalerweise höre ich nicht auf zu reden, aber in diesem Fall mache ich jetzt mal eine Pause und du erzählst mal von deinen zurückliegenden Tagen. Hey, du! Ich bin ja Kummer gewohnt. Neuseeland war ich auch noch nicht, tatsächlich. Ja, wär schon. Hab ich's noch nicht hingeschafft. Aber du wirst ja dann berichten, ob sich das lohnt in Neuseeland. Ja, auf jeden Fall. Also die Adventszeit oder die Zeit so kurz vor den Feiertagen ist irgendwie ja immer speziell. Ne? Jetzt gar nicht mal so projektbezogen, sondern vielleicht eher so Deadline-bezogen. Ja, vieles ist dann immer so, ja, bis Weihnachten wäre schön. Ne? Welches das Weihnachten? Das ist dann eine Aussage, genau, das ist eine Aussage, mit der man so am 3., 4. Dezember super leben kann, finde ich. Ja, das macht sehr viel Spaß. Aber wenn dann so die 3, 4 Tage vor Weihnachten kommen,
Dann wird es manchmal ein bisschen spannend, wenn dem einen oder anderen noch was auffällt. Jetzt liegt ja Weihnachten, wie sagt man das, Arbeitnehmer unfreundlich dieses Jahr. Ne? Also wir haben ja durchaus den einen oder anderen, heute ist Sonntag, morgen erst Feiertag, Montag. Ja, stimmt allerdings, Genau, das heißt, wir haben ja noch ziemlich viele Werktage auch dazwischen wieder bis Silvester, wo noch eine ganze Menge passiert, auch in vielen Unternehmen und in vielen Firmen auch. Deswegen ist es in diesem Jahr vielleicht ein bisschen entspannter, als wenn das jetzt irgendwie so liegt, dass dann vielleicht, weiß ich nicht, Mittwoch, Heiligabend, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann bist du irgendwie schon montags schon wieder fast bei Silvester. Ich wollte gerade sagen. Deswegen ist es vielleicht in diesem Jahr so eine, ja, also gar nicht mal so angespannt. Aber wir können ja auch, oder was heißt wir können, wir müssen ja auch ehrlich sein, wir sehen uns ja gerade nicht am 25. Wir werden uns natürlich virtuell dann nochmal ein Weihnachtsgruß vermutlich zukommen lassen. Genau, einmal über die Welt. Aber natürlich müssten wir das ja auch vorab aufnehmen. Und vielleicht kommen diese schlimmen Stunden bei mir noch mit den Wünschen, bis Weihnachten etwas fertig zu machen. Ja, also ich habe den Eindruck tatsächlich, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die Firmen, mit denen ich gesprochen habe, die haben auch alle ein hartes Jahr hinter sich, also ein arbeitsames, hartes Jahr hinter sich, sodass viele die Gelegenheit nutzen, auch schon am 22. an die Bude abzuschließen, um wenigstens den Kollegen und Arbeitnehmern dann noch die Chance zu geben, am 23., 24. ein bisschen Luft zu holen, um dann wenigstens mit einem Ruhepuls von, sagen wir mal, unter 100 in die ruhigen Tage reinzugehen. Ja, ja, und bei uns ist es ja eh so, wir sind ja selbstständig, das heißt, der Selbstständige arbeitet ja selbst und ständig, mit anderen Worten, natürlich werden wir auch über die Tage immer mal in die Mails reingucken und so weiter, aber ich versuche das ein bisschen runterzufahren und da wirklich dann mal einfach mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, wie man so schön sagt. Und wir werden ja mit dem Podcast auch eine kleine Pause machen. Das heißt, die nächste Folge wird ja nicht in 2 Wochen erscheinen, sondern erst in 3 Wochen. Also am 15. Januar gibt es dann die neue Podcast-Folge vom DRW-Versteher-Podcast auf dem üblichen Vertriebswegen, möchte ich mal sagen. Und bis dahin Neujahrsfolge. Ja, genau, die Neujahrsfolge am 15. Januar. Und bis dahin sind wir dann tief entspannt und haben uns erholt vom Dezember-Stress und haben schon wieder das Jucken in den Finger, damit man mal wieder irgendeinen Unfug anstellen kann oder sonst was. Hoffe ich zumindest. Zum Beispiel Quarkbällchen essen. Ja, zum Beispiel Quarkbällchen essen. Vor allem die wird es ja in Neuseeland auch gar nicht geben. Da bin ich ziemlich sicher. Obwohl, vielleicht mache ich eine Quarkbällchenbäckerei in Neuseeland auf. Das wäre doch gar nicht schlecht irgendwie. Dann das ist deutsches Brot noch dabei. Idee. Ja, super Idee, ne? Und ja, vor allem, das Tolle ist, in Neuseeland ist ja Sommer oder Frühsommer. Das heißt, man muss ja eigentlich dann 6 Monate weiterrechnen. Das ist ja genau auf der anderen Seite der Welt und auch Richtung Äquator ein bisschen mehr, sodass ich da dann die Chance habe, mal ein bisschen sommerlich 20 Grad zu tanken, ein bisschen die Haut mal auftanken mit Vitamin D. Von daher, ich werde top gelaunt wiederkommen, auf jeden Fall am 15. Januar bei dir sitzen, hoffentlich dann auch im Studio. Wenn uns nichts dazwischen kommt, nichts Beknacktes. Und damit du die Zeit bis dahin auch ordentlich genießen kannst, habe ich natürlich auch ein Geschenk für dich vorbereitet. Ne? Also das ist ja nicht so, dass ich ohne Geschenk durch die Gegend fahre. Auch wenn der DHL-Mann es bis jetzt noch nicht geliefert hat, weiß ich, dass es morgen bei mir ankommt. Und deswegen kann ich dir jetzt schon verraten, dass natürlich das hier für dich da sein wird. Überraschung! Überraschungssurprise. Ich meine, wenn du so begeistert bist, dann kann ich ja nicht anders, als dir eine Flasche Iron Balls zuschicken. Beziehungsweise schenken. Die werde ich dann natürlich mit dir auch vor Ort wieder verköstigen, wenn wir dann am 15. endlich wieder persönlich zusammensitzen. Und die Flasche Iron Balls soll dann auf jeden Fall unsere Freundschaft besiegeln und dafür sorgen, dass du zumindest die Zeit bis zum Geburtstag einigermaßen schadlos überstehen kannst. Gut, dann haben wir meine unterschwelligen Beschwerden in den letzten Folgen und in den letzten Wochen. Keinen Einfluss gehabt. Also, man könnte ja wirklich meinen, unser Podcast dreht sich eigentlich nur um Kaffee, Quarkbällchen und Gin. Vielleicht ist es auch so, ja. Vielleicht werden wir neben Kaffee-Influencern jetzt ja auch noch Gin-Fluencer oder sowas. Weil tatsächlich, muss ich sagen, ich habe natürlich auch ein Geschenk für dich vorbereitet. Oha, jetzt habe ich Angst. Ja, es besteht sogar aus 3 Teilen. Ja. Muss ich vorher ein Abitur machen? Ich nehme mal nicht ganz so, doch ein bisschen was vorweg muss ich schon nehmen, um vielleicht unseren Zuhörern und Zuschauern nicht den Eindruck gewinnen zu lassen, wir machen hier wirklich einen Gin-Podcast. Aber wir haben immer wieder in dem vergangenen, wir haben eben nachgeschaut, der erste Podcast war am 17. März, also die Pilotfolge ist am 17. März rausgekommen. Also in den vergangenen 9 Monaten haben wir eigentlich jede Folge
entweder während der Folge oder vor oder nach der Folge auch darüber gesprochen, was wir noch alles so vorhaben. Das heißt, wir wollten uns mal einen schönen, gemütlichen Abend zusammen gönnen. Wir waren ja ein bisschen auf Tour bei Monkey Banana unten im Süden und bei Olli in den Klangfabrikstudios und sowas. Aber wie das dann immer so ist, so richtig Zeit, abends dann noch länger zusammenzusitzen oder so, hat man ja dann auch nie. Selten. Sondern dann denkt man schon wieder über die nächsten Steps nach. Und deswegen habe ich mir gedacht, ganz uneigennützig tatsächlich in dem Fall, besorge ich dir doch mal ein kleines Paket, was du mit nach, weiß ich gar nicht, nach Neuseeland wahrscheinlich nicht nehmen kannst, aber wenn du wieder da bist und du dann mal wieder bis nachts um zwei eifrig, fleißig Videos geschnitten hast und Podcasts geschnitten hast und sonst was alles getan hast. Leg den Finger doch in die Wunde. Dass du dann einfach mal dir ein schönes Glas nimmst, ein paar Eiswürfel reinlegst in dieses Glas. Und ich fange mal an. Tatsächlich, es stehen drei Sachen hier, aber eigentlich bräuchte ich nur zwei zeigen, weil du bekommst von mir tatsächlich auch Gin. Okay. Wer hätte das gedacht? Jetzt muss ich mal eben schauen, dass ich hier klarkomme. Musst du vor dein Gesicht halten, dann wird es wahrscheinlich schon. Ah ja, jetzt schon. Gin Sul. Gin Sul ist ein ist ein fantastischer Dry Gin aus Hamburg. Ja, also wird in Hamburg hergestellt. Mhm. Und es ist so ein bisschen eine Hommage an Portugal, an die Küste Portugals, auch so von den Botanicals, die da drin sind. Also wirklich ein ganz, ganz toller Gin, den ich selber sehr liebe. Ich liebe auch diese Tonflasche, ja, mega. Einfach total. passend dazu, damit du nicht nachher auf die Idee kommst, das ist jetzt hier kein Bashing gegen große deutsche Erfrischungsgetränkehersteller, wie zum Beispiel Schweppes oder ähnliches, aber es gibt eben viel, viel besseres Tonic Water. Ja. Und ein ganz wichtiger Satz, den ich gelesen habe, auf meiner Lieblings-Tonic-Water-Marke Fever Tree steht nämlich drauf, frei übersetzt, wenn zwei Drittel deines Drinks Tonic sind, warum solltest du dann irgendeinen Scheiß nehmen, so sage ich das jetzt stimmt. Mal. Ja. Und tatsächlich gibt es aber eine Marke, die mir jetzt erst vor ein paar Wochen über den Weg gelaufen ist. Es wird auch in Deutschland hergestellt und zwar heißt das Bad Tonic, also B-A-D. Ja. Und ich habe es auch am Anfang erst nicht kapiert, weil die Firma heißt anscheinend Best Authentic Drinks, okay. Kommt aber aus Bad Pyrmont. oder zumindest steht hier Bad haben Pyrmont die zwei, drauf. Zwei Fliegen mit einer Klappe quasi geschlagen. Ganz genau. Und damit du eben für diesen Gin dann auch ausreichend gutes, hochqualitatives Tonic zur Verfügung hast, yes. habe ich dir einfach mal zwei Flaschen unter Einsatz meines Lebens, weil das Zeug ist tatsächlich schwerer zu bekommen als jeder Gin, okay. In Deutschland. Wird offiziell, und das darf ich hier ganz offiziell sagen, wird offiziell gar nicht vertrieben in diesen Flaschen. Aber wehe dem, der Connections hat, der bekommt dann auch mal diese Gastroflaschen, die eigentlich nur für Tastings und sowas da sind, bekommt sie dann auch mal zugeschickt und deswegen gebe ich die gerne an dich weiter, damit du mal vielleicht mit deiner Süßen ein schönes Gin-Tasting dann mal machen kannst. Eine super Idee. Oder wenn du mich unbedingt einladen möchtest, komme ich natürlich auch vorbei. Ja, am besten schön auf irgendwas kurzgebratenes auf dem Grill noch, damit der auch nicht zu kurz kommt. Und dann hauen wir uns danach dann mal schön einen in die Rübe. Das ist auf jeden Fall versprochen. Das geht dann damit einher. Und vielleicht kriegst du mich ja tatsächlich auf den Gin-Trip. Ich bin letztendlich immer so ein bisschen dran vorbeigegangen. Das wurde bei vielen Fernsehproduktionen auch immer so im Backstage für die Aftershow-Partys hingestellt. Aber ich bin da, weil ich ja eh meist nach Hause gefahren bin, dann da dran vorbeigestolpert. Große deutsche Produktionsfirmen stehen drauf und ich bin dann immer dran vorbeigegangen und habe gedacht, naja, ist nicht so meins. Ehrlich gesagt, ich könnte dir noch nicht mal im Kopf zu sagen, wie Gin schmeckt, weil ich habe diesen Geschmack noch gar nicht gespeichert. Ich bin aber Campari-Fan zum Beispiel. Ich trinke unheimlich gerne Campari auf Eis und zwar ohne alles, nur Campari auf Eis. Ist für mich irgendwie Luxus, wenn ich so ein Glas Campari, also so ein Glas Eiswürfel rein und dann gießt du den Campari drüber und die Eiswürfel knacken und das Ganze wird dann so sämig und dann trinkst du so den ersten Schluck und alles schießt dir ein, weil dieses süße, bittere und das finde ich faszinierend. Deswegen freue ich mich schon sehr drauf, das dann tatsächlich mal im Rahmen eines echten Gin-Tastings mal herauszufinden, wie Gin wirklich schmeckt.
Das können wir sehr, 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 sehr gerne mal machen. Aber wie gesagt, der ist auf jeden Fall für dich und für deine Frau für so einen ruhigen Abend mal mit ein paar Eiswürfeln. Da seid ihr ja schon ganz gut versorgt, denke ich. Und ich Sehr. freue mich auch sehr auf den Iron Balls, weil tatsächlich ist er ja leer. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Tja, Für alle, die eine Flasche genau, kaputt. für alle, die das nicht mitbekommen haben, ich habe extra hier mal mein Handy rausgeholt, weil wir uns eben gefragt haben, wann haben wir eigentlich die erste Folge veröffentlicht? Und jetzt müsste Vor ich allem, mal wie schauen, hieß das die? müsste dann so am 1. Mai muss das gewesen sein. Die Folge Nummer 4, Björn und der Gin des Lebens heißt die Folge. Da hat der liebe Jonas mir diese Flasche Iron Balls. Und ich glaube, da haben wir auch live on tape, glaube ich, auch dann auf so einem bummeligen Freitagvormittag einen Gin getrunken. Ne? Ich meine, Ja, kann man nutzt sich ja ja mal nichts. gönnen. Nur die harten Schweden kommen in den Garten Eden. Also, und was mir ja auffällt, wenn ich so rekapituliere das Jahr, da bin ich ja nicht für verantwortlich, sondern das bist du. Das sind die Titel unserer Podcasts. Ich glaube, das dauert Also, länger als der Schnitt. unglaublich. Also, die erste offizielle Folge hieß Vegetarisches Drum Recording beim ESC. Das war schon auf jeden Fall genial. Quarkbällchen in der VST-Abo-Falle. Vapes-Plugins atemlos im Ohrwurmfieber. Was haben wir noch Schönes? Urlaub, Raumakustik und 40 Jahre die Flippers. Ich glaube, da warst du in Italien, Da ne? kann ich mich nochmal nachträglich bedanken, weil seitdem kriege ich diesen beknackten Ohrwurm nicht mehr aus dem Kopf, irgendwie. Ach Gott, ey, wer hat sich das ausgedacht? Unglaublich, aber das war das, glaube ich, ne? Tomatenautomation im Tonstudio. Ich glaube, da bist du aus Griechenland wiedergekommen und Genau. hattest getrocknete, eingelegte Tomaten zum Tasting mitgebracht. Da Wir sind musstest schon du, musstest du über kulinarisch die sehr weit Tom vorne. da musstest du über die Tomatenhürde springen. Aber man merkt schon, wir sind kulinarisch schon ziemlich weit vorne, ne? Ja, also dafür, dass es hier eigentlich um Tontechnik geht. Auch sehr schön. Was hat der Glatzkopf da für einen Spaß? Ich weiß gar nicht mehr, worum es da geht. Das kann 4. ich dir sagen. September. Ich war im Auto unterwegs und habe mir Punkmusik angehört, volle Pulle, und war nur noch am Grinsen. Da war ich auf dem Weg nach Oh, Mannheim zur Studioszene. Das war sehr großartig. Das war wirklich ein Highlight dieser Autofahrt. Ich fahre nicht so gerne Auto und vor allem nicht so weit, aber das war echt ein Highlight, weil ich hatte so einen Spaß, mir volle Pulle diesen neuen Punk auf die Ohren zu geben. Und von mit daher. der, da habe ich den Wieso gezeigt, ne? Irgendwie Genau. oder sowas. Genau. Und ich Ja. hatte so einen Spaß an den Texten, weil die wirklich so intelligent und trotzdem so provokativ waren, dass mir das bis heute noch nachläuft und ich das zwischendurch einfach mal wieder reinknalle. Aber ich bin da auch auf meine alte Liebe, die Toy Dolls, wieder gestoßen. Das einfach eine fantastische Band ist. Also unabhängig davon, dass das Punk ist und Three-Piece-Punk vor allem. Aber die Jungs sind musikalisch so präzise und so drauf und die wissen genau, was sie tun. Also das hat nichts mit irgendwie so ein paar Iros schnappen sich mal Instrumente, die sie nicht bedienen können und machen Krach. Nee, nee, das ist richtig, richtig Hardcore-Musik. Und wenn du mal versuchst, das ein Punk-Song von den Toy Dolls mitzuspielen auf der Gitarre, ne, das sind ja meistens diese abgedämpften Palm-Mutes in einem Tempo, wo du wirklich blass wirst irgendwie, da kriegst du echt einen lahmen Arm. Und wenn du das den ganzen Abend machen sollst, dann hast du auf jeden Fall eine Sehnenscheidentzündung vom Spielen. Deswegen, ja, und dann siehst du noch diesen Hanf, irgendwie diesen Lauch, muss man schon sagen. Also ein Lauch ist ja dick gegen diesen Typen, der bei den Toy Dolls vorne steht. Sehr Schon, schön. und das macht er seit 40 Jahren. Ich werde echt blass, was das angeht. Das ist wirklich irre. Naja, was steht Ja, denn aber an an den dieser Stelle, Weihnachtsfeiertagen noch für dich an, mein Lieber? bevor ich die Frage beantworte, an dieser Stelle übrigens sehe ich gerade, als ich hier mal unseren eigenen Podcast bei Spotify öffne, vielen, vielen Dank übrigens für 17 Bewertungen, die ihr Ja! lieben Hörerinnen und Hörer hinterlassen habt. Also gerne alle Annahmen, sehr, sehr gerne uns da auch mal einmal eine Bewertung hinterlassen. Dann wissen wir natürlich, woran wir sind. Ich denke, alles außer 5 Sterne fällt ja, kommt ja gar nicht in die engere Auswahl. Nein, fünf Nein, Sterne natürlich nicht. Deluxe sogar. Genau. Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle. Muss man ja wirklich sagen. Absolut. Eine Ja, treue Weihnachten. Hörerschaft auch hier, weil definitiv. Und vielen Dank für jede Mail, für jeden Hinweis, für jedes Abo, jedes alles immer noch Daumen nach oben. Wir freuen uns total, dass wir so Feedback kriegen und dass wir nicht einfach nur in die hohle Luft, ins digitale Nirvana reinsprechen, sondern dass es tatsächlich Leute gibt, die uns in ihren Alltag integriert haben und das genießen. Ja. Also an alle, auch euch, eine feine Weihnacht. Und jetzt erzähl mal, was geht ab?
Was geht ab? Ja, ich werde vermutlich sehr viel essen müssen, was zum Glück ja meiner Natur nicht widerspricht. Nein, also wir werden uns schöne Tage machen und ganz in Ruhe irgendwie sein, uns über unsere Geschenke freuen. Ich weiß ja, was meine Freundin kriegt. Das heißt, die wird sich sehr freuen. Ach, du weißt das schon? Ich weiß, ja, was sie kriegt, weiß ich. Ich weiß natürlich nicht, was ich bekomme. Ich werde aber schon seit Tagen, werde ich schon gepiekst darauf, dass ich irgendein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bekomme. Ich bin gespannt. Okay. Ja, ansonsten werden wir uns ruhige Tage machen. Zwischen den Feiertagen muss ich dann wieder ein bisschen was tun, glücklicherweise. Ja. Und dann werden wir nochmal... Genau, und dann werden wir nochmal Silvester eine kleine Unternehmung Richtung dem schönen Bundesland Bayern unternehmen, uns da ein paar schöne Tage machen, das neue Jahr einleiten und dann geht es voller Energie los, quasi dann, wenn du aus Neuseeland ungefähr wiederkommst, dann starte ich dann quasi auch wieder voll durch. Ja, das wird cool, auf jeden Fall werden. Ich habe tatsächlich meine Geschenke ja auch schon erhalten. Weil wir die natürlich nicht nach Neuseeland mitnehmen können. Und ich habe tatsächlich zwei wunderbare Bücher geschenkt bekommen von meiner Frau. Ich höre beim Joggen höre ich immer eine Stunde History. Das ist zwar nicht eine Stunde, aber es ist immer so 40 Minuten, 35, 40, 45 Minuten so die Ecke. Es reicht also genau für eine Strecke, so 7-8 Kilometer. Und dann kann ich das immer so eine Folge hören. Und da gibt es so Bücher für, das heißt History für Eilige. Und das ist super praktisch, weil da kann man mal eben reinblättern. Ach, was war nochmal mit der Französischen Revolution? Ja, spannend. Kann man durchlesen und ist halt eben auch nicht so dröge wie damals in der Schule, wo dann von oben runter gebetet wurde, sondern sehr spannend. Da habe ich zwei Bücher geschenkt bekommen, echte physische Bücher sogar. Und einen Kinoabend mit meiner Tochter habe ich auch geschenkt bekommen. Ich darf auswählen, ich darf aussuchen, welchen Film und sie muss mit. Und ich weiß schon, welcher es werden wird. Es wird Harry und Sally werden, weil man kann die Jugend nicht früh genug an gute Filme heranführen. Und Harry und Sally ist einer der Filme, die ich wirklich, der zu meinen All-Time-Favorites gehört. Und ich habe ihn jahrelang nicht mehr gesehen. Deswegen freue ich mich total darauf, wieder diesen fantastischen Film mit Meg Ryan und Billy Crystal zu sehen. Und das wird wirklich ein absolutes Highlight. Vor allem, weil der ja auch in New York spielt. Popcorn-Maschine? Natürlich habe ich eine Popcorn-Maschine, also zumindest habe ich eine Mikrowelle und Mikrowellen-Popcorn. Geht auch. Und vor allem freue ich mich drauf, weil das Ganze in New York spielt. Und ich ja vor ziemlich genau 5 Jahren auch in New York mal gewesen bin und dann da nochmal gucken kann und so ein bisschen daran erinnert werde, wie schön es da war und dass ich da dringend nochmal wieder hin muss. Jetzt vor allem, wo der Bekloppte mit den fast roten Haaren da nicht mehr regiert, kann man ja auch wieder nach Amerika fahren und deswegen steht das mitten auf der Agenda auch noch drauf. Dann aber wahrscheinlich eher New York und dann schnell in die Südstaaten, weil ich wollte immer schon mal nach New Orleans und vor allem nach Nashville. Und das ist so, das ist definitiv einer der Punkte, der auf der Bucketlist ganz oben steht und dann gucken wir mal, dass ich da mit einem guten Vorsatz ins nächste Jahr wieder reinkomme und wir uns dann da alle auch wieder gesund wiedersehen können. So viel ist mal sicher. Und ich würde sagen, mein Lieber, wir schließen diesen Podcast auch an dieser Stelle ab. Niemand hat so viel Zeit am ersten Feiertag uns über eine Stunde zuzuhören und wir müssen ja auch noch irgendwie das ein oder andere Teil vom kalten Buffet runtermampfen. Anspieltipp übrigens für alle, die es noch nicht gehört haben, der heiße Kampf am kalten Buffet von Reinhard May. Anspieltipp meinerseits. Ihr werdet euch alle wiederfinden, auf jeden Fall in dem Ding. Die heiße Schlacht am kalten Buffet, so war es genau. Das ist die heiße Schlacht am kalten Buffet. wunderbares Ding. Meine Mutter war dieses Jahr bei Reinhard May und war total begeistert, weil das eigentlich ein... Jan Löchel, unser Freund Jan Löchel war bei Reinhard May. Genau, meine Mutter war ich ja bei Max Rabe, genau. Und Jan war total begeistert und sagte, eigentlich wollte ich gar nicht hin. Als Singer-Songwriter habe ich schon gedacht, was kann er mir erzählen? Und er sagte, er ist so beseelt nach Hause gefahren, dass es wirklich ein riesiger Abend gewesen ist. Und die Anekdote noch am Schluss. Reinhard spielt nur einmal im Jahr, aber 2 Monate am Stück, 60 Tage am Stück. Und das ist mal eine Herausforderung, die du mit über 70 Jahren mal abliefern musst. Also 60 Tage am Stück, jeden Tag ein Konzert, 2 Stunden, 3 Stunden abends alleine auf der Bühne, nur Hocker, Mikro, Gitarre. Respekt, Hut ab, großer Mann, definitiv. So, also, mein Lieber. Jonas, ganz abschließend, was war dein persönliches Highlight 2022 im Sinne von Recording-Blog/DAW-Verschreier/Tontechnik? Mein persönliches Highlight war, dass du wieder ans Trommeln gekommen bist. Okay. Das war ein ganz großartiges Highlight. Unser Podcast natürlich, definitiv. Viele Leute, die mir geschrieben haben, denen ich auf den Weg helfen konnte, die, also ich nicht unbedingt das Mischen beibringen, sondern einfach denen ich Spaß und Motivation vermitteln konnte. Weil mir geht es gar nicht darum, ständig Tipps oder so rauszuhauen, sondern einfach zu sagen, ey Leute, macht einfach, habt Spaß und
dann kommt der Rest von selber. Der Spaß am Musik machen, die Motivation, das ist für mich das Wichtigste. Und da haben mir ganz viele Leute geschrieben, dass ich sie wieder zurückgebracht habe an die Musik. Leute, die auch durch tiefe Täler gegangen sind, wo ich dann wirklich ganz tolle Mails bekommen habe. Das sind Sachen, die mich aufbauen. Und das waren so in diesem Bereich definitiv die Highlights in diesem Jahr, was mich großartig erfüllt hat, aber vor allem halt die Tatsache, dass unser alter Freund Björn Schlüter, dass er wieder an die Trommeln zurückgekommen ist und auch noch Spaß dabei hat. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich auch für mich rückwirkend jetzt betrachtet auch wieder ein Highlight, dass ich da wieder, nachdem ich es ja fast 10 Jahre hauptberuflich gemacht habe, Schlagzeugspielen irgendwie nach knapp 3-4 Jahren Abstinenz doch jetzt irgendwie, was heißt Abstinenz? Ich habe ja zwischendurch mal ein bisschen gespielt, aber, ja, gut, aber. Jetzt doch dann wieder so den Dreh gefunden habe und die Motivation sondern in erster Linie wegen dir. vielen Dank für den, wie hieß der Track nochmal? Sommer? Irgendwas mit Sommer. Müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Irgendwas mit Sommer. Ja. Das war nicht der letzte Song, sondern es war der Song, irgendwas mit Sommer. Irgendwas mit Sommer. Sommer also der das, Liebe. Das passt ja auch schon. Was ich auch cool finde, ist so die Reaktion, oder es war auch ein kleines Highlight, weil manchmal hat man sich ja schon gedacht, was erzählen wir da eigentlich so eine Stunde in dem Podcast? Und ganz viele haben auch geschrieben, es ist immer wieder beeindruckend, dass ihr von 60 Minuten könnt ihr euch 45 Minuten über Quarkbällchen und über total banale, unterhaltsame Dinge unterhalten. Aber wenn man genau zuhört, dann kriegt man in der restlichen Zeit ganz krasse Tipps und Empfehlungen und Anmerkungen oder Erfahrungswerte oder so mitgeteilt, die man halt in so einem, nenn's jetzt mal etwas aufgesetzterem Video, wie man das sonst eben macht, wenn man sich eine richtige ein Thema ausdenkt und das dann versucht zu behandeln. Das kommt dann eben dann manchmal nicht so ganz rüber, sondern das sind dann eher so die Sachen, die zwischen den Zeilen stattfinden. Und das fand ich ganz cool, habe ich vor ein paar Tagen noch eine Instagram-Nachricht auch von jemandem zu bekommen zu dem Thema. Hat mich auch sehr gefreut. Und mein größtes Highlight war, glaube ich, dann so rein beruflich der Lordi-Track. Lordi, ja. Featuring Bürger Lars Dietrich. Genau. Ja, dein Aufstieg quasi in die Premium-Liga der Mastering Engineers. Also, wenn es bis dahin noch nicht klar war, dass du ein guter bist, spätestens jetzt. Ja, ich glaube, das hat nicht so viel damit zu tun, aber es war einfach für mich persönlich ein Highlight, weil ich die eindrucksvollen Herren schon 2006 sehr bewundert habe und auch davor und in dieser Kombination dann bei mir auf dem Tisch zu haben, fand ich dann schon sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber das ist doch ein perfektes Schlusswort im Prinzip in dieser etwas kürzeren Weihnachtsausgabe. Hard Rock Halleluja, also mehr kann man ja gar nicht sagen am ersten Feiertag. Ja. Deswegen gebe ich dir den mal so leise vor und dann sage ich, schalten Sie auch in 3 Wochen wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt. Hallo Jonas, schön, dass du aus Neuseeland wieder da bist und die Quarkbällchen mitgebracht hast. Genau, im Sinne von Hardrock Halleluja, lasst es euch gut gehen, habt eine feine Weihnacht, genießt es, du natürlich auch Björn, aber alle da draußen auch, genießt es, kommt gut in das neue Jahr rein und denkt dran, wenn dieses Jahr beknackt war, nächstes Jahr gibt's ein neues und dann fangen wir wieder von vorne an, in dem Sinne, wie heißt es, Chronia Pola auf Griechisch, lasst es euch gut gehen, schönes neues Jahr, bis die Tage. Schöne Feiertage, ciao. Ach, wäre wahrscheinlich jetzt auch wieder eine Stunde rausgekommen, oder? Ja, mindestens.